dadurch, dass sich das Core-Team sich hier seit dem ersten Festival jedes Jahr wieder zusammentrifft, ist es natürlich auch ein bisschen gemeinsam gewachsen. Und ich telefoniere mit dem Lukas Stellmacher vom Pool dann zeitig im Vorfeld und wir sprechen über das aktuelle Bühnendesign und definieren dann, was wir dieses Jahr oder im kommenden Jahr machen wollen und was wir aus den letzten Jahren gelernt haben, wie wir uns verbessern können, wo man noch Sachen optimieren kann am Ende des Tages. Also das beginnt schon weit im Vorfeld, dass man miteinander spricht und dann aufgrund des Planungsstands guckt, wie man das Sounddesign hier rein adaptiert. Wir haben ein bisschen was an der Bassverteilung optimiert dieses Jahr und es sind auch ein paar mehr Elemente geworden. Die Bühne war nicht ganz so groß, war aber von den Platzverhältnissen schon ähnlich, was wir bespielt haben. Es gibt zusätzliche K2-Hangs für die Delay-Bereiche, die anders geworden sind dieses Jahr. VIP-Bereich ist auch gewachsen, so schraubt sich dann jedes Mal die Anforderung so ein bisschen weiter. Wir haben ja morgen Soundchecks mit den Headlinern und die wissen schon sehr genau, worauf sie achten wollen. Sie wollen den Punch, den Druck haben und zwar nicht nur aus den Subs, sondern auch in Kombination mit den Tops. Deswegen müssen sie natürlich gut align sein, sodass man ein sauberes, gutes System anbietet, was natürlich genug Headroom hat und zwar in allen Bereichen. Also es ist auch nicht nur so, dass es die Subs fordert, sondern auch die Hochtontreiber sind auch schon ganz schön am Arbeiten. Das sieht man auch schon im Laufe des Tages, gerade irgendwie abends zu den Headlinern, die dann auch mal ein bisschen mehr Energie abfordern für ihre Show. Also das ist nicht ein reines Bassthema. Das System muss generell sehr ausreichend üppig dimensioniert sein, irgendwie, damit man einfach die Tage hier auch, überlebt. Und Engineers hat, die nach der Show glücklich wieder nach Hause gehen und sagen so, ja, das war gut. Material ist reines L-Acoustics-System, was wir hier verbaut haben. Bummelig 300 Lautsprecher in Summe. Sehr langes Bass-Array vor der Bühne. Eine Mischung aus Sub-Arc und einem kleinen Endfired in der Mitte. So, dass wir möglichst in der DJ-Booth eine Cancellation haben und nach vorne aber die volle Energie, weil die ist natürlich hier gerade bei Elektromusik sehr doll gefragt. Ansonsten haben wir an der Mainstage 4 Hangs K1, K2 als Downfill. Ein Haufen Kara als Nahfeld und K2-Delays und VIP-Delays. In Summe knapp 300 Lautsprecher und größtenteils bis auf Scara alles mit LA12 geämmt und im Netzwerk. Das ist natürlich für mich als System Engineer hier sehr schön. Parallel findet statt das Deichbrand-Festival. Es wird auch vom Pool komplett ausgestattet und alles, was sie in Meier haben, ist zum Deichbrand gefahren. Und da L-Acoustics natürlich am 3HR-Markt sehr gut verfügbar ist und natürlich auch in dieser Elektroszene ein gutes Standing hat, das ist ja auch ein großes Thema, dass man nicht jeden Morgen hier anfängt zu diskutieren, hat man sich dann für diese Lösung entschieden. Wir haben ja auch schon mit Meier gespielt, also das ist tatsächlich vom Pool aus immer so ein bisschen, was ist denn überhaupt verfügbar? Also grundsätzlich, ich persönlich muss sagen, ich mag Elektromusik mit beiden Systemen sehr, sehr gerne. Aber ich finde das Meier mit den, also Leo und 1100 da hervorragend für elektronische Musik geeignet. Also das spielt für mich beides auf demselben Niveau. Auf der Sys-Seite ist es so, dass wir über Lake-Maschinen arbeiten. Ich glaube, wir haben 12 Lakes hier auf verschiedenen Positionen, die natürlich die Signale von den Pulten einsammeln, aufsummieren, via Dante in 96K direkt bis zu den Amps weiterleiten und das fällt dann in den einzelnen, oder ich sag mal in Core-Amp-Cities raus, irgendwie wird dann nochmal unterverteilt. Da ist ein Kontrollnetzwerk in den Switchen mit reingetunnelt und so, dass wir auch die ganzen L-Acoustics-Amps mit im Netzwerk haben und natürlich von hier vorne sehen und kontrollieren können. Ich finde das sehr spannend. Wir haben darüber auch nachgedacht, das für dieses Jahr zu machen. Die große Sache ist natürlich, dass in meinen Augen macht es momentan nur Sinn, irgendwie, wenn du entsprechenden Content hast. Irgendwie. Und der Content, den du grundsätzlich hier erstmal von den meisten Produktionen bekommst, gibt es für mich nicht unbedingt her, also dass das System wirklich adäquat zu nutzen. So, das kann man, ich glaube, da muss man schon ein bisschen mehr ins Detail gehen. Und das geht halt dann einfach auch nicht irgendwie für 100% der Show, sondern wäre halt nur partiell wirklich ein Thema. Also, aber grundsätzlich, ja, das ist ein sehr spannendes Thema und das wird uns, glaube ich, in Zukunft auch noch oft begegnen. Zur Input-Seite gibt es zu sagen, wir haben zwei Konsolen am Front of House. Das ist einmal eine SD8 und eine Soundcraft VI
7000, die beide mit Glas angebunden sind an die Bühne, an die entsprechenden Stage-Racks. Da liegen jetzt diese ganzen Summen von den DJ-Pulten auf. Das sind auch immer mehrere Kanäle pro Set. Die Sets werden gewechselt hier. Da gibt es eine holländische Firma, die auch noch mit involviert ist, wo wir die DJ-Sets auf so Schienensystemen hin und her fahren können, sodass wir hier nahtlose Übergänge haben und die DJs ihre eigenen Sets dann im Zweifel auch schon im Off vorbereiten können. Und das wird dann einmal nur reingerollt und dann geht es direkt weiter. Also das heißt auch, wir haben hier auf der Programmseite wirklich dann von nachmittags bis morgens, wenn das aufhört, durchgehend Programm, ohne dass wir irgendwelche Unterbrechungen, Verzögerungen oder ähnliches brauchen, um irgendwelche Changeover zu machen. Unser Hauptpult ist die 7000er und die SD8 mit dem Waves ist primär von auch Headlinern angefordert, die gerne halt das Waves-Plugins benutzen wollen irgendwie und wir das dann halt eher in die DigiCore integriert haben. Das ist so ein bisschen wie jeder möchte gerne. Also wir bieten beide Optionen an und dann darf jeder nach seiner Fasson schrauben. Auch klassisches DJ-Setup, irgendwie zwei Avalons in der Summe und danach noch so ein Bassmax, der dann auch noch mit im Insert hängt. Das gibt's einfach zweimal, vieles das einmal. Und das ist, findet man, glaube ich, zu 65% aller Rider irgendwie ist so eine Anforderung drin. Insofern, das kann man nehmen, muss man nicht, kann man auch den Insert ausmachen, wenn man es nicht haben möchte. Aber so, damit macht man hier eigentlich alle Produktionen glücklich. Widrigkeiten sind ja irgendwie sehr wetterabhängig tatsächlich. Wir haben dieses Jahr sehr viel Glück, irgendwie, dass es trocken ist. Bringt natürlich den unfassbaren Nachteil, dass wir hier gerade, das ist aber ein Thema, was die Mainstage A hier sehr doll betrifft. Das Gelände ist ja meiner Meinung nach für Festivals eigentlich sehr schön, dadurch, dass es eine feste Infrastruktur gibt, befestigte Wege, die Hangars und Shelter, wo die ganzen anderen Bühnen drin sind. Die haben natürlich alle tollen geteerten Untergrund und das ist alles befestigt, super. Wir stehen hier unten in der alten Kieskuhle drin und das hat bei großer Trockenheit, wie wir sie jetzt haben, natürlich leider den großen Nachteil, dass es so Staub wie Hülle. Als wir gestern das erste Mal wiedergekommen sind, auch nach der Reinigung, die sie nachts hier durchführen mit so Laubgebläsen, haben wir halt unsere Geräte kaum wiedergefunden. Das hatte so archäologische Anmutungen, bis wir wieder spielbereit waren, irgendwie, wo man dann so Sachen mit Pinseln freilegt. Das Staubthema ist hier durchaus sehr krass. Also gestern Abend noch bei Steve Aoki haben sie so ein bisschen jetzt alle nach links und jetzt alle nach rechts gemacht und da hast du die Bühne einfach nicht mehr gesehen, weil vor dir einfach nur eine Staubwolke war.